Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zur nächsten Runde von TFT mit dem Galaxy Update. Wir versuchen heute mal eine neue. Ich will mal eine neue Comp ausprobieren. Letztes Mal lief ja recht gut mit dem ersten Platz. Und wir versuchen jetzt mal eine 6er Rebel Comp. Mal gespannt, wie wir da Glück haben. Die Rebels, die bekommen am Anfang vom Kampf ein Schild und haben mehr Schaden. Hört sich an sich jetzt nicht so viel an, aber ich hoffe mal, dass das irgendwie trotzdem noch was bringt. Raufbold kriegen wir, glaube ich, auch noch hin. Da müssen wir mal gucken. Aber wichtig sind jetzt erstmal die Rebels am Anfang, dass wir wenigstens den Dreierbonus hier hinkriegen. Ja, wir sehen schon, er ist nicht gerade der Stärkste, aber er ist ziemlich tanky. Weil er startet mit einer Passiven, die einfach mal die Höhe, was? Noch, ihn noch mal ein Schild gibt. Ich schaffe das. Nehmen wir mal Poppy mit rein und wir nehmen mal ruhig Graves. Ich bin nicht so der Fan von den Infiltratoren. Sind quasi einfach nur die Assassins vom anderen TFT-Set. So, wir gucken mal, was wir jetzt hier noch so hinkriegen. Ist eigentlich schon gar nicht so ein schlechtes Item, weil wir können ihnen hier einen Guardian Angel geben. Je nachdem, was wir bekommen. Okay, Runans ist jetzt natürlich nicht so cool. Blutdürster macht bei ihm auch keinen Sinn. Das macht bei ihm auch keinen Sinn. Hier hätten wir noch einen Rebel. Oder wir starten wieder mit Mein Ziel ist klar. mit dem hier. Wie die Dinger hier so voll verschoben. Jetzt können wir ihn hier nicht kaufen. Eventuell kriegen wir noch mal irgendwie ein Gold oder so. Ich glaube, das mit den Piraten zählt nicht, wenn sie so einen töten, ne? Nee, das wäre auch zu OP. Dann können wir ihn doch nehmen. Oh, da haben wir noch einen Rebel. Nice. Okay. Boah, guckt euch das an. Aber ich glaube, wir bleiben erstmal so. Wir versuchen aber, dass er hier die Leute wegtankt. Kriegt er schon 45% seines maximalen Lebens. Und dadurch, dass er ein Level hoch ist, hat er ja fast doppelt so viel Leben. Also er ist richtig tanky. Und wenn er dann noch den Rebel-Bonus hat, das ist, der Raufbold ist ihm natürlich auch richtig gut zugeschnitten, ne? Dann steigt nämlich sein Leben und sein Schild wird noch größer. Alter. Wenn er jetzt noch irgendwie Schaden machen würde. So, er muss ihn töten, bitte. Och, nee, oder? Das gibt's nicht, ey. Hat leider nichts gebracht. Damn. So, das ist aber echt krass. Und da haben wir auch den nächsten Rebel. Oh. Geht ab hier. Ist die Frage, wollen wir das so drin lassen oder machen wir da lieber die Rebels rein? So, 150 Schild. Der muss ja dann hier ein Schild über die Hälfte seiner Leben haben hier. Ah, die müssen angrenzend sein. Ah, das war jetzt mein Bad. Das war schlecht von mir. Autsch. Oh, ganz knapp noch. Ah, der beste Rebel ist immer noch Sona. Warum auch immer sie ein Rebel ist, aber. Puff. Ja, das war my bad. Ich hätte ihn nebeneinander stellen sollen.
Und wenn wir ihn jetzt hier noch reinpacken. Oder ne, wir nehmen mal ihn. So, deswegen sind die auch hier, dass die so nebeneinander stehen müssen. Erst dann kriegen die das Schild. Für jeden angrenzenden. Theoretisch könnten wir auch so machen. Dann müssten sie mehr kriegen. Aber so. So, jetzt müssten die anderen beiden auch ein Schild kriegen und mehr Schaden machen. Da sieht man's. Hegeton! Wir müssen sie hier doch verkaufen. Das bringt nichts. Will lieber die Zinsen haben. Ui, Karton! Könnten für ihn hier gehen. Wenn wir Shen reinmachen würden. Ja, wir nehmen mal ihn hier. Vielleicht können wir ihnen einen Blutdurster geben. Vielleicht gar nicht so bad. Hey, Batman ist hier auf Platz 1. Er hat die Frontkämpfer hier mit bei am Start. Und die beiden sind die Chrono-Dudes, okay. Alphite nehmen wir. Ihn machen wir mit dem tauschen und haben leider nur den einen Chrono. Sprengmeister. Die werden betäubt. Einmal pro Aktivierung. Mit Ehre. Die Schilde sind schon echt krass, ey. Geton. Geschlossener Titan oder Schwertbrecher? Nee. Haben wir schon den nächsten davon, ey. Krass. Ja, den Raufbold werden wir, glaube ich, so erstmal nicht hinkriegen. Müssten wir Blitzcrank reinpacken. Ich will überlegen, ob ich ihn hier verkaufe und dafür Graves nochmal nehme. Olgeton. Ja, die kriegt er nicht tot. Okay, dann können wir ihn doch kaufen. So. Jace ist Schwachsinn, Schwachsinn, Schwachsinn. Okay. Wollen wir es riskieren? Und dafür lieber die Zinsen nehmen? Oder packen wir hier noch jemanden rein? Nee, wir riskieren es, alles klar. Müssten eigentlich stark genug sein. Aber die hier die ganze Zeit verfehlen natürlich auch. Geil. Ja, geton.
leichte Teil. So. Erstmal wollen wir ihn den jetzt behalten lassen. Ich glaube schon. Mal so. Ja, dann können wir die eine Runde auch noch lassen. Runans. Naja, das ist Schwachsinn. Okay, wir könnten immer noch Shen verkaufen. So, was hat er denn da? Oh, er will, dass die Poppy hier durchdreht, okay. Sieht hoffentlich gut aus. Ja, aber knapp, ey. Haben wir ein bisschen gegambelt. Der Graves, ey, ist am Anfang gesehen echt ziemlich krass, muss man sagen. So, Chrono Blaster, bla bla bla. So, wir könnten jetzt entweder Klingenmeister reinpacken. Und er wäre theoretisch Chrono. Und er ist nur Weltraumpirat Mana-Räuber. Auch ein Rebel bringt nichts. Hauptsache Shen kann einmal ulten. Der hat auch einen Shen. Okay, das sieht gut aus. Ich nehme ihn mal mit rein. Weil der erste Chrono-Buff ist eigentlich auch ziemlich OP. Und wenn wir Ezreal reinkriegen, haben wir Chrono und Blaster. Aber ich glaube, der Weltraumpirat ist jetzt nicht so der Burner. Wenn wir ihn sogar noch Level 2 kriegen, wäre das nochmal richtig GG. So, eine Runde müssen wir noch. Wir haben uns auch wieder nach oben katapultiert hier. Ja, wenn halt alle Attack Speed bekommen, alle 4 Sekunden, das ist schon heftig. An sich Ezreal ist jetzt auch nicht so ein schlechter. Oh, er ist hier, glaube ich, der Beschützer-Dude. Der Rakan hat eigentlich auch einen guten Ult, wenn er denn durchkommt. Na, der kommt durch die Schilde hier nicht durch. Also wir haben eine ziemlich krasse Winning-Streak. Eigentlich will ich die auf jeden Fall nicht aufgeben. So, Raka, da ist der Shen. Ich versuch mal. Okay, das war's dann auch. Ja, ich nehme mal Shen. Und ich hier, Wukong ist auch nicht so bad. Ja, da haben doch alle das bekommen, was sie wollten. Nice. Der Dings hier wäre auch gar nicht so schlecht gewesen. Shogaf. Vor allem mit dem Spatula. Da hätte ich vielleicht noch ein, zwei Sachen besser hinbekommen können. So. Das ist natürlich auch kompletter Blödsinn. Packen wir ihn hier rein. Dann haben wir Chrono und Blaster. Dann würde ich vorschlagen, leveln wir weiter hoch. Die wäre auch ein Raufbold. Der
Shogard, der wäre echt gut gewesen, weil der ist, glaube ich, auch ein Rebel. Oder? Nee, ist er nicht. Okay. Die sind super tanky hier, die Typen. Aber wir werden immer schneller, je länger wir überleben. Sieht ja jemand durch diesen Kreis hier um uns rum? Oh, guck ich an, wie schnell die schlagen. Er hat aber auch krass durchgehalten, ne? Ihr könnt nichts. Also wir haben immer noch eine Winning Streak. Die will ich unbedingt aufrechterhalten. Vielleicht doch den Piraten reinpacken. Mein Ziel ist klar. Wir bräuchten eigentlich unbedingt noch Sona. Ich nehme den mal hier mit rein. So, bin jetzt quasi so ein bisschen all in gegangen. 50%. Ups. Das ist auch lustig, die kriegen ja auch Magie-Risi, wenn sie in dem Ding drin stehen. Die Dauer ist erhöht. Schade. Oh yeah. So, das ist okay, das ist okay. Ja, diese 12% Schaden, also die Steigerung fühlt sich irgendwie komisch an. So, warte mal. Da haben wir sie. Aber so wie es jetzt gerade ist, ist es eigentlich okayisch. Wir stellen den mal nach vorne. Was hat er hier? Sternwächter, Zauberer, Chrono. Okay. Jace ist ein Frontkämpfer. So, wir leveln weiter auf. Tauschen ihn noch. Geben wir ihm mal das hier. Ekedon. Ah, der hat schon zwei Level 3er. Drei Level 3er. Ja, okay, einen Schaden gemacht. Okay, das ist heftig. Das ist richtig, der hat durchgerollt, ja. Scheiße, haben wir jetzt natürlich unsere Siegesserie verschenkt. Nochmal ein Graves. Hey, wir müssen die Rebels zusammenlassen. Ja, wir können ihn hier nochmal reinstecken. Gucken wir mal, ist halt ein bisschen blöd für Master Yi. Ich glaube, nee, dann verlieren wir den Klingenmeister. Nee. Ansonsten. Oh. Das sieht auch wie ein Rebel aus. Rebel Raufbold ist er. Alter, die Fläche, ey.
Wir haben einen Bonusgold bekommen. Zwei Bonusgold, nice. Sie werden es bereuen, sich mir in den Weg zu stellen. Okay. So eine Runde noch, dann können wir aufleveln. Und dann würde ich auch durchrollen, dass wir hier vielleicht mal ein paar Level 3er Leute kriegen. Ich würde ihn gern tauschen. Was ist denn, noch ein Chrono? Da gibt es doch bestimmt noch ein paar coolere. Bei Shen können wir ruhig lassen. Oh shit. Okay, das sieht doch gut aus. Dieser Mech, ey. Ui, okay. Ich weiß halt leider, ich kenne nicht alle Items. Ich weiß zum Beispiel nicht, was das Ding hier macht. Na, ich bin eh letzter. Ich weiß nicht, ob das hier ein Zauberer ist oder irgendwas, denn ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall Gangplank hier. Der ist sehr viel wert. Ich weiß nicht, ob das Item auf ihn so gut ist. Mal gucken. Auf jeden Fall können wir ihn... Ringmeister. Na, wir packen ihn trotzdem rein. Ich könnte auch Pirat machen, aber will ich Pirat machen? Das heißt, du hast 15% Chance, dass ein Gegenstand droppt, ne? Aber auch nur, wenn die den Last Hit machen. Aber es ist schon krass, ne? Ansonsten können wir auch erstmal für... Ach komm. Wir machen Jace noch mit rein. Die Frage ist nur, wie nehmen wir raus? Okay. So, Chrono brauchen wir nicht. Den nehmen wir gern nochmal. Jinx ist auch ein Rebel. Oh, guckt euch das an. Da haben wir einen bekommen. Aha! Okay, Wutklinge. So lächerlich. Oh Gott. Gut, na dann. Ah, den seit Ult ist halt übelst OP, ne? Raufbold. Das. Wenn wir gleich mal noch ein paar mehr Leute in die Front machen.
So, wir haben ja Graves hier gleich auf Level 3. Ich glaube, wir geben ihn mal die Dinger hier. Das können wir so lassen, das ist okay. Was da hier? Wir nehmen mal ihn weg hier. Klingenmeister Dings haben wir schon Level 2. Jetzt mal Master Yi rein. Oh, schade. Hätte er die alle gekillt, dann hätten wir vielleicht noch ein Item bekommen. Wir müssen ihn unbedingt auf Level 2 kriegen. Müssen ihn unbedingt Level 2 kriegen. Er ist auch ein Rebell. Alter, Aurelion Sol. Schneller treffen. Komm schon, mach deinen scheiß Ult. Ja. Toll. Ah, leider kein Item bekommen. Okay, wir gehen jetzt hier doch Weltraumpiraten, was soll's. Oh Gott. Mach den Rumpfbrecher klar. Weltraumkreuzer. Der ist Level 2. Ich kann den nicht reinmachen. Verliere ich aber den Klingenmeister, aber ich glaube, das ist völlig Bratwurst. Machen wir mal so. Wenn wir jetzt noch den Gangplank hochkriegen würden. Oh, Typ war fast tot, ey. Ich glaube, wir haben noch ein Item bekommen, kann das sein? Er hat hier 50.000 Level 3er, ey. Das gibt's doch nicht. Wir geben Aurelion mal den Morello. Und ich glaube, wir tauschen ihn. Tauschen ihn mit ihm hier. Im richtigen Tempo. Shugaf. Erzählen meine Geschichte. Letzter Atemzug. Na, wir gucken mal, ob wir noch irgendwas bekommen.
Wichtig wäre, dass der Gangplank durchhält. Ja, das ist nicht gut. Auch wieder kein Item bekommen. Da haben wir ein Item bekommen. Schade. Okay, das ist schon heftig, ey. Wenn wir noch irgendwie Level abkriegen könnten. Versuch mal, dass Chase hinten frei hält. So, Shaku, Poppy. Ah. Wir haben hier Sona noch nicht mal drin, ey. Okay, die sind scheinbar unsterblich. Wo wir hier Morellos haben, ne? Okay, das ist heftig. Muss man gleich mal gucken, I am Batman. Ob Aurelion Zoo hier komplett ausrastet. Hm. Chase. Dieser Darius. Ach, schade. Den haben wir auch nicht mehr. Oh, ho, ho, ho. Hm. Das Klingenmeister noch verloren. Aurelion Soul brauchen wir nicht. Mhm. Oder wollen wir leveln und die Sona noch reinmachen? Ich will unbedingt Gangplank haben, Mann. Oder hier von mir aus mal Graves. Na, Dings konnte nicht ulten. Scheiße. Gangplank hat nicht geultet. So. Bisschen durcheinander, aber kriegen wir hin. Oh, schon wieder. Nee, ist es der? Nicht tot, ey. Will sich komplett tot heilen. Hammer. Ja, ich glaube, die Piraten, die.
Wenn ich hier irgendwie mal Glück gehabt hätte und ein Level 3er bekommen hätte. Miss Fortune, Miss Fortune, die will keiner haben, Mann. Da ist Graves. Haben sich den Falschen ausgesucht. Schon wieder Miss Fortune. Ich krieg den Gameplay nicht, ey. Und nicht wieder Batman. Aber wir haben die Lulu hochgeworfen, vielleicht hilft's. Kriegst du echt nicht kaputt, die Leute, ey. Yikes, obwohl Aurelion Sol ja echt Arbeit gemacht hat. Ich hätte bei Rebel bleiben sollen. Ich hätte 6er Rebel machen sollen. Nein, nicht so schlimm. War eigentlich ein guter Run. Ich muss mal ganz kurz gucken. 4 Frontkämpfer, 4 Mystic. Deswegen kriegt er auch 0 Schaden, der Typ. Und der andere hat 4 Chrono, Stern, Zauberer. Okay. Interesting. Na gut, dann würde ich aber sagen, machen wir hier einen Cut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Immer schön den Like-Button reinsmashen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, bye bye.